Morgen. Dienstag, ja, Dienstag. Kurz vor sieben. Natürlich am Gehen, Katastrophe. Der Umschlagbagger von gestern ist ein 922 Rail, ja, also ein Zwei-Wege-Bagger, der auf Straße und auf Schienen fahren kann. Ist das wieder mit dem Vierachser, ist das wieder, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, scheiße, weil ich die Baggerbrücke habe. Ja, das heißt, er steht dann mit dem inneren Rad, steht er auf dem Metall und das äußere Rad hängt frei. Ja, muss den aber mitnehmen, muss den Vierachser nehmen, weil ich ja dann im Anschluss den Brecher laden soll. Ja. Was ist? Komm. 730 vorbei bin. Gleich beide lieb, hä? Weg wieder. Sie wird weggemacht, wenn was ganz Dickes gefahren wird. Entweder bei der Liebe oder halt von jemand anderem. Ist so eine Art Schotterrasen. Und da fahren die Dinge dann halt rein und raus, dass die nicht um den Kreisel fahren müssen. Bisher immer durch den Kreisel gefahren. Das geht eigentlich.
mal gucken, wenn der Hof frei ist, fahre ich gleich quasi andersrum rein. Im Normalfall stehen die Neugeräte immer ganz vorne. Werde ich laden. Da. Thank you.
dennoch jetzt der richtige Weg. Ich wusste nicht, dass hier oben ein Kreisel ist. Ja. Bei 51 in den großen Gang. 51 drei Gänge hoch, bei 51 km/h drei Gänge hochgeschaltet in den 16. Gang. Hier der Obi. Mein lieber Mann. Bestimmt bessere Wege mit dem Fahrrad zu fahren als hier über die Hochstraße.
zusammengebaut. Ich hab gesagt, ich bin gegen 10 Uhr da. Von mir aus. Und ich werde jetzt erst ein bisschen ausziehen. Ich habe das Tiefbett ausgezogen. Jetzt warte ich noch, bis der Kollege geladen hat. Dann fahre ich rein. Vor 12 haben wir es schon. Die Zeit vergeht einfach, es ist nicht mehr normal. Ich habe mal angerufen. Hier. Auch nicht.
glaube, der überbremst schon wieder. Es ist einfach. Wieder zusammen geschoben. Viertel nach vier, ich fahre zu Hause. Reicht für heute. Kurz gucken, was der Radlader da hinten treibt. Der noch stehen bleibt oder nicht, der rausfährt. Aber nicht erwartet, der kurz bestimmt, der gute. Jetzt fällt er raus. Der kurz. Der Kuli. Schöne Feierabend. Ich habe keinen Plan, was morgen früh ist. Ich denke, ich habe zunächst mal alle großen Geräte wieder gefahren. Sattel erst jetzt um, hänge meinen Dreiachser wieder drauf, mache das gleich mit der Maut, 7 Achsen, gut.
Lade ich hier im Hof eine Scharfußwalze und die bringe ich runter nach Ingelheim. Da wo der 934 steht. Gestern dieses das Kabelmikro probiert, versucht, ja, also entweder ist das Mikro kaputt. Keine Ahnung, auf jeden Fall geht's nicht. Ja. Das mache ich jetzt erstmal, wie gesagt, umsatteln und dann laden. Dann egal. So wird's aussehen. Erfahren, ich werde Freitag oder Samstag werde ich diesen Königstiger, den Holzender, werde ich wieder umsetzen. Oder auch erst Montag, ja, also je nachdem. Weil der muss an der B420 da werden da Bäume gefällt und der muss da halt hin und der muss quasi Montagmorgen, denke ich, muss der da stehen. Mal gucken, wie das bei uns in der Kram passt. Einfachste wäre es Freitagmittag. Oder Freitagmorgen sogar. Der Fahrer nach Hause könnte eventuell. Sorry. Also geht hier wieder an die Baustelle außerhalb von dem Pharmaunternehmen. Kühlschrank ist doch gut. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ja.
halt relativ gerade, ne? Und jetzt hier auf der letzten Meter hängt er sich wieder auf die linke Seite. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich hin muss. Ob ich hierher muss? Ja, ich blink, fahr doch einfach vorbei. Ich werde mal kurz telefonieren. Augenblick. Ich soll es da aufstellen, wo der Bagger steht. Die Walze muss eigentlich da runter bei die Raupe, ja, aber ich soll lieber hier oben hinstellen, weil dann kann man gucken, komme ich da hinten rein oder komme ich da hinten nicht drin. Hol die Handy-Einfahrt jetzt breiter gemacht. Gut, das passt dann auch für mich. Wie gesagt, die soll eigentlich da runter. Danke. Aber da kann ich nicht abladen, da ist alles pampig, matschig. Also stellen wir sie hierher. Oh Gott, die sind ja schon am. Da ist schon die Bodenblatt drin. Hört ihr ohne? Ja, geht ja. Katze mache ich hier. Wie es Katze mache, geht es hier. Bleib einfach hier stehen.
mittendrin statt nur dabei. Ne? Ich hab. Er schlägt immer noch voll aus, ne? Steht auf minus. Moment, ich muss gerade mal kurz gucken. Oh, sehe ich das ohne Brille? Steht auf minus 10. Steht auf minus 10 und schlägt voll aus. Oh, aller gut. Ich werde jetzt nach Hause rollen. Soll die Siebanlage laden. Ich bin am überlegen, ob ich umsattel, weil vom Ampertieflader fahre ich den leichter. Muss ich nur 50 cm ausziehen. Braucht den doch. Dann muss ich 50 cm ausziehen und dann steht die Siebanlage da drauf, als wie wenn sie da drauf gehört quasi. Ja, ich warte ja. Verbunden, ja, quasi, dass meine Antriebsachse keinen Grip mehr hat. Muss ich die Sperre reinmachen? Dass ich weiterfahren kann. Ist nicht angesprungen. Mittlerweile läuft sie, aber ich muss sie einmal drehen. Ich muss das Band muss nach hinten zeigen. Ich lasse mal messen, ob das überhaupt passt. So los. Läuft denn hier rum? Ach ja, so. Lade mal die schnell. Ich nehme euch mal mit raus. Thank you.
fahre jetzt nach Hause, lade die nächste Walze. Aber ich mache jetzt hier Schluss für diese Folge. War, denke ich, eine bisschen ruhigere Folge. Mit langen Arbeitstagen. Der heute wird auch wieder lang werden. Wenn ich jetzt zu Hause bin, geladen habe, ist es etwa 2:30. Dann nach Neunkirchen nochmal. Dort abladen, ja, dann wird es wieder 6:30 werden oder so. Oh Scheiße, ich hätte gerne losfahren. Naja. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Then.